Mal sehen, wie es diesmal läuft. Vielleicht gewinnen wir ja gegen die Achse oder auch nicht. Sehen wir dann. Gewinnen, wir haben den Jonathan. Johannes, je nachdem, scheißegal. Johannes heißt er. Und ich muss jetzt Ich einfach nur weiß gucken, dass ich in Griechenland nicht voll aufs Maul krieg. nicht. Ja. Wir müssen einfach gucken, dass die Türkei nicht fällt. Falls wir schaffen, Ankara noch zu befreien, das wäre nice. Ja, vor allem, wir müssen die Türkei allein nur deswegen halten, weil die anderen behauptet haben, wir schaffen das nicht. Ja, das Coole ist, Syrien ist unter französischer Kontrolle. Falls wir eingekesselt werden, haben wir trotzdem ganz in der Nähe was. Eben, und da im Norden haben wir die die Russen. Und Genau. ein, zwei Häfen halten wir auf jeden Fall noch. Ah, ich kann ja auf Stadt. Aber wir müssen jetzt erstmal auf Pause gehen, weil die ganzen Leute, die jetzt neu in den Nationen sind, müssen sich einfinden. Dazu habe ich auch letztes Mal am Ende noch kurz ein paar Kleinigkeiten geändert. Ich habe zum Beispiel einen Exportfokus und Generalmobilmachung reingetan, was einfach sinnvoller ist. Ankara sieht nicht mehr schön aus. Das kann ich leider noch nicht runtersetzen. Ich habe 16 Truppen. Ist ja nur noch Nice. Ich bin 19. Xinjiang. Du hattest mal 35, wo sind die alle hin? Weiß ich doch nicht. Hashtag Japan, glaube ich. Jetzt wollen die Italiener mir nicht Stress machen. Sind die Russen da? Ne, die Russen sind woanders. Die müssen nämlich ihre internen russischen Dinge besprechen. Das ist, denke ich mal, auch eine Mikrohölle. Ja, aber jetzt sind sie zu dritt, jetzt können die es viel besser managen. Das wird den Deutschen richtig So, wehtun. ich muss mir hier ein. Rennt mit Gut, euren weil das Truppen waren aber meine schon mal Truppen so hier. mehr oder weniger unterbewusst an Häfen. Also ab und zu so ein, zwei Truppen an Häfen stehen haben, dass die nicht. Wisst Er schon. schickt den Russen einmal 48 Divisionen. Auch Ankara fällt tatsächlich gleich. Ja. Oh, die haben tatsächlich nur eine Ding von 65%. Aber die selber haben auch keinen Nachschub. Das ist gut. User joined your Indien, Channel. warum gibst du uns gerade Expeditionstruppen? Weil die die braucht, oder? Wo denn? Aber erstmal, wo stehen die? Wo steh ich? Hinter eurer Front, ganz genau? Ah, ja, okay. So wie jetzt, ihr gebt mir Bescheid, wenn ich auf 1 anlaufen lassen kann, gell? Ist noch ein Soviet da? Ja, nee, es ist da. Wo sollen meine Ich gehe Truppen mal kurz hin? nochmal Wo hoch. werden die am meisten gebraucht? Also momentan gilt Griechenland. Also ich meine, also Priorität 1 hat Frankreich. Die halten sich aber gut selber, die sind kompetent. In Spanien. In Spanien eben. Deswegen ja die Plural. Japan, der stirbt jetzt mit der Zeit. Der kann da eigentlich nichts mehr machen. Den machen wir kaputt. Vor allem dadurch, dass der Russe da noch hilft und der hat auch seine eigene Front. Ich weiß gar nicht, wer von den Russen das managt, aber es wird auf jeden Fall einer von den managen. Am besten ist, der Japaner hat eiskalt MTS gesagt, hat keine Transporter mehr. Eiskalt. Uff, ja gut. Der Naja, Japaner hat kann. aber auch schon, Moment, Höchstens 2,5 190. Millionen Truppen verloren. Das tut weh. Ja, und der Deutsche 4 Millionen fast. Die Fabrikleistung, Ausbildungszeit, Baugeschwindigkeit, es geht alles runter wegen seinem Nachbedarf. Ich weiß gar nicht, warum Mainz eigentlich auf umfangreich steht. Das muss ich so schnell ich kann zurückstellen. Ich habe 35 Millionen Manpower. Ich habe begrenzt. Ich kann viel Ich mehr habe Männer haben. 800.000. Ich muss runterstellen, weil ich kriege plus 10% auf Ausbildungszeit. Das ist total nervig, weil ich. Es dauert so lange, die Truppen auszubilden. Ich habe 800.000 Weiß noch, Manpower dass und ich meine habe letztes Aufgebot. Panzerding komplett beschissen ist. Das weiß ich noch. Da habe ich einfach nur alle Panzer reingepackt und jetzt habe ich keine Erfahrungspunkte mehr. Das Oh, ist ein bisschen 34 blöd. Tagen habe ich die Experimentellraketen. Generell, ich habe Nice. meine Armeeerfahrung komplett verhauen, weil ich habe die auch in einen Panzer reingesteckt, den ich eigentlich gar nicht mehr brauche, weil ich in 3 Monaten schon 9 habe. Aber gut. Ich lass In der mal. Türkei ist keine Luftwaffe, oder? Ich glaube, es hat niemand irgendwo Luftwaffe. Ich lass es mal langsam auf 1 anlaufen. Ganz langsam auf 1. Der meine Truppen einfach an die russisch-deutsche Front. Flugzeuge ab nach Kleinasien. Alter, im Schwarzen Meer, wie viel? Der Deutsche hat 700 Flugzeuge, also 700 Jäger im Schwarzen Meer. Das ist so eine richtige Verschwendung. Woher hatte 700 Flugzeuge? Er hat ziemlich starke Flugzeuge gesetzt. So, ich lass mal meine Offensive stehen. Ich manage das wieder manuell. Der Italiener wird auseinandergenommen, also ein 1 gegen 1 schaffen es meine Truppen. Die Vision hatten der Italiener. Viele. Detaillierter schmächtig.
Wir hatten letztes Mal das Glück, dass der Italiener KI war. Glück haben wir diesmal nicht mehr. Will nicht sagen, aber Ankara ist fast tot. Ja, ich weiß. Deswegen achte drauf, dass wir die Häfen halten. Ich hab bei der einen Schlacht 81%. Ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig ankomme. Meine Truppen marschieren von Xinjiang nach Europa. Okay, wie viel Kapi-Fortschritt hast du schon? Du hast 40. Na, vielleicht kommen wir tatsächlich, sammelt mal. Oh, das sind nur 10. Das sind nur 10. Das wird nicht ausreichen. Wenn wir im Osten viel mehr Siegpunkte erobern, könnten wir es schaffen. Oh, ich krieg auch noch. Ich krieg gerade Truppen. Also, ich fliege Truppen ohne Ende gerade nach in die Türkei, aber. Vergiss nicht den Nachschub. Die haben gerade Nachschubmangel. Also, wenn wir. Auch nicht, wenn wir Nachschub haben und die nicht, ist schon gut. Versuch mal Ankara zu befreien. Schnell, da jetzt ein kleiner Vorstoß, das seht ihr, oder? Ich auch gerade. Gut, gut. Du hast eine Truppe verloren. Ah, stopp, die geht wieder raus. Komm schon, Jungs, renn schneller. Ah, scheiße. Warum? Ich gesehen. Marik, halt mich doch ein bisschen raus. Du spielst welche Nation? Bulgarien. Ah. Sind es sowjetische oder russische Truppen? Sowjetische. Sowjetische oder chinesische? Das sind sowjetische. In Ankara? Ich geh mal kurz zum Russen. Russen, wir versuchen gerade eben noch mit einem Anstoß Ankara zu befreien. Wir sind sogar, vielleicht kriegen wir es sogar hin, weil sie sind ziemlich geschwächt. Alle, ihr könnt mal helfen, danke. Channel switched. So. Na, ich sehe nicht, wo ich in meinem Team spiele. Ah, jetzt hier. Genau, ich habe zu wenig Ressourcen. Ich brauche Stahl. Auch von der Pariser Kommune. Ich habe mir keine Fabriken für. Ja, das Gute ist, ich habe Unmengen an Fabriken erobert, das ist mein Vorteil. Ja, weil der Japaner einfach unten. Richtig viele gebaut hat, ja, das war nicht so intelligent. Ja. Manchuko-Front sieht gut aus. Ja, die sieht richtig gut aus. Man ergreift an. Ich weiß, ich habe jetzt mal einfach meine Truppen stehen lassen. Weil er mich einfach über Flüsse angreift, habe ich gesehen. Weil er hat da wahrscheinlich einen Angriffsbefehl oder so durchlaufen und unterbricht deinen Feind nie, während er einen Fehler macht. Ich habe jetzt hier überall Flüsse und er soll mich da ruhig mit seinen Angriffsbefehlen angreifen. Gut, das hätte ich jetzt vielleicht nicht im Livestream sagen sollen, aber ich vertraue jetzt mal drauf, dass einfach nicht alle mithören. Es hören alle mit, alle. Echt? Wird Schweden gespielt? Glaub nicht. Ja. Ja, wird? Okay. Ja. Und der Nachschubmangel, ja super. Oh, aber unser Russe greift auch über Flüsse an. Warum tut er das? So, Adana ist ein Sieg. Ach! Okay. Ich weiß, warum er es tut. Nicht mal so dumm, weil wir können ihn da kesseln, 4 Divisionen. Das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Was? Das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Das kann er nicht. So schnell kann er nicht reagieren. Also, wenn ich sage, wir kesseln da gerade was, dann heißt es, da kommt er nicht mehr raus. Und vor allem deswegen, er greift ihn ja an, dass er nicht weglaufen kann. Das meine ich damit auch noch. Und es gibt Verzögerungen, bis er das versteht. Gut, wobei die Verzögerungen am Anfang vom Stream immer sehr, sehr gering sind. Hey, ich hab die Luft. Warum sind die Russen eigentlich in einem separaten Channel? Weil die zu dritt sind, die müssen ja schon ihre internen Sachen irgendwie besprechen. Wir verlieren halt gerade Riga. Nee. Also die Russen wissen schon, was sie tun. Sind alles drei erfahrene Spieler. 1 gegen 1 gegen den Italiener bei einem Fluss. Gewinne ich das? Ja, das gewinne ich. Nice. Müssen aufpassen, dass wir uns da nicht kessern lassen. Oh, Indo, du hast da 5 Divisionen irgendwo. Willst du die vielleicht auch noch zur Ankara-Befreiungsarmee dazuziehen? Der Chat hängt im Stream on Öl nicht schon wieder. Moment. Oh. Passiert voll oft. Vielleicht schaffe ich es Ankara noch zu befreien, wenn die Truppen mal sich schnell bewegen können. Boah, Leute, bitte merkt euch mal, wenn ich eure Nachricht nicht beantworte, dann liegt es daran, weil ich gerade nicht auf den Chat gucke. Wenn ihr dann 500 Mal dasselbe schreibt, dann lese ich es immer noch nicht, weil ich in dem Moment immer noch nicht auf den Chat gucke. Also bitte, bitte schreibt eure Nachricht nur einmal. Sobald ich dann Nachrichten angucken will, dann werde ich es auch tun. Verlegst du deine Truppen nach Syrien? Ich habe schon Truppen. Also ich habe Truppen, die ich nach Syrien verlege, genau. Okay. Aber nicht alle, sondern nur ein paar, so eine Handvoll. Ja, ist klar. Finden wir das?
Siehst du da, ich habe da einen Angriff gegen eine Division, kann ich den kurz unterstützen. Haben eine breitere Front. Das mit 65. Gut, danke. Ich schätze mal, der Deutsche will mich umbringen. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Der will das mehr machen. Ist der Grieche hier? Nee, der hat kein Teamspeak oder sowas. Hängt der Chat immer noch? Offensichtlich. Gut, dann habe ich den Chat mal raus. Und ich lese die Nachrichten. Was, wenn du auf deine Truppenübersicht klickst, da oben ein Scheinsymbol. Ankara 8. Ah, das, welches meinte das hier? Strategische Verlegung. Ah, ja, genau, für die Truppen da drüben, natürlich, klar. Wie umgeht denn das? Muss ich erst. Das habe ich noch nie gemacht. So, draufklicken und danach rechts. So. Es kommt schon strategisch. Kannst du Rob von mir grüßen? Ich Rob hier drin, ja. Hi. Ich soll dich grüßen von Raidoki 0. Ja, das ist ein Schulkollege. Yay. Komm schon, Jungs, schneller. Dorsman's great again. Gut, und die Russen ziehen sich zurück. Hm, blöd. Wo? Da in Russland. Wir vertrauen nicht darauf, dass wir das noch erobern. Sind nicht, wo sie sich zurückziehen? Hm, in dem einen Kessel. Die rennen gerade eben noch an den Hafen quasi. Außer sie versuchen natürlich, die feindliche Hauptstadt einzunehmen. Ach, da bin ich auch noch in. Der Deutsche zieht Truppen in die Türkei. Scheiße. Aber wir müssen bloß, da sind 5 Divisionen, die müssen wir jetzt ausschalten, mit allem, was wir haben. Inder, du musst da mal mitziehen, so schnell wie möglich. Ja, da, wo wir momentan 10 haben, da greife ich gleich noch von der zweiten Front an, da haben wir mehr Frontbreite. Schön, Jungs. Wir müssen da mit allem helfen, was wir haben. Weil wenn das bricht, dann hat Ankara, haben wir eine Chance. Habe ich bei Leibpachtabkommen Nachteil? Nee. Okay. 29. Ich glaube, da kommen wir durch. So, mal gucken, wie es in. Der Krieg kann sogar durchbrechen. Scheiße, ich bin tot. Ja. Das was? Bedeutet, der Wüstenfuchs wird mich gleich angreifen. Ja. Egal, bunker dich noch ein mit allem, was du hast. Erstens meine Vision. Und stell dich im Gebirge im Sofia. Würde ich deine Truppen hinziehen. Was haben wir eigentlich? Ich meine, habe ich zwischen. Nee, politische Macht 138. Heiko. Ja, wir gehen hoch. Mal. User left your channel. So, jetzt hat man die Zeit des Micros, ist jetzt vorbei. Irgendjemand hinkt hinterher. Ja, ich sehe es auch. Buchpilot. Wer war das? Welche Nation spielt der? Wir schaffen es. Nice. Du hast schon noch einen Trupp, den kannst du noch dazu ziehen. Von unten, weil oben ist die Frontbreite eh schon ausgelastet. Ich hab ne Idee. Du fährst eine Division, sehe ich gerade. Ich sichere uns die Flanke. Franzosen sind nicht im Channel, oder? Wer? Franzosen? Nee, wieso? Heiko, warum ist pausiert? Weil, jemand warum ist hinterher. Seid ihr immer noch nicht fertig, jemand, oder was? Jetzt, warum steht standardmäßig auf 2 oder wie? Nee, ich hatte auf 1 ewig lang, damit. Ja, aber ich meine auch, im Standardspiel läuft hier auf 2 oder wie? Ah, normalerweise auf 3, aber momentan ist Micro-Hölle. Alter, was machen die Japaner da bei einer normalerweise Position? Ist Multiplayer 1 only, aber okay, gut. Was? Ja, okay, wir wollen es nicht ganz langweilig machen. Nee, ich frag nur. Das war wirklich so. Nee, wir haben immer 3 only eigentlich gespielt. Wir haben übrigens Ankara befreit. Mit Türke gelebt. Ja, nice. Was? Ja, okay, dann gehe ich wieder hoch. Halt, jetzt müssen wir Ankara halten. Das ist das Problem. Aber können wir ja jetzt. Muss Jungs rein. Nee, nicht mal unbedingt rein, ihr könnt die Flanken angreifen. Nee, aber die Haupt. Sobald ich drin bin, Türke, zieh dich zurück. Weil die ihr müsst aber auch gucken, dass die uns jetzt nicht kesseln, Ankara nochmal, gell? Ja. Mit Flanken, da werden sie zurückgeschlagen.
Im Süden, im Norden sind wir nicht heikel. Wir haben eine Stunde, ne. So. Dana habe ich auch eingenommen, das heißt ein Siegpunkt mehr. Heiko? Ja. Verlierst gegen Italien in Afrika. Also du bist gleich aus Damaskus rausgeschmissen. Doch. Oh, habe ich falsch gesehen, sorry. Grün bedeutet wir gewinnen. Ja, ich hab's andersrum gesehen. Ich dachte kurz für einen kurzen Moment, Italien hätte grün. Nee, nee. Ich muss mal schnell zum Russen hoch. Jo, kein Problem, ihr könnt Channel wechseln, wie ihr wollt. User left your channel. Nice. Heißt der Russe, stopp, der Türke hält Stand, nice. Naja. Ankara. Lagerung von Ankara, oh, das war aber episch, oder? Das haben wir gut gemacht. Ja, also, das war richtig knapp, also. Aber auch so generell, also wir befreien das gekesselte Ankara Schritt für Schritt. Ey, inzwischen haben wir ja echt was gut weggeschlagen. Ja. So, ich bin in Ankara drinnen. Versuchen wir mal einen Kessel zu lösen. Versuchen wir mal die Fronten mit Russland zu füllen. Inkompetenter, wo ist der inkompetente Grieche? Greift er etwa an? Nein, ja. Er hat seine Elfen nicht verteidigt. Gott! Grieche, du musst Grieche, was greift er an? Grieche, nicht angreifen, wo ist der Grieche? Nicht angreifen, verteidigen, was machst du denn? Einfach nichts tun, du sorgst einfach nur. Warte, ist der Grieche überhaupt bei uns? Nein, der hat doch kein TS, hast du gesagt. Oh nee. Ah. Okay, Griechenland wird fallen. Nicht angreifen. Bitte lass ihn den Stream schauen. Ich hab ihn angeschrieben. Oh Gott. Gott, Parker will sich jetzt umbringen. Ja. Das ist das Einzige, was das Griechenland tun muss. Selbst geschaufelten Grabe umdrehen. Vor allem, die können da halt wirklich eiskalt jetzt landen, ne? Und vor allem so knapp, bevor wir in Griechenland sind. Hängt schon wieder hinterher. Der steht da wirklich offensiv, ne? Ist der völlig... Der greift einfach brech an! Brech den Angriff ab. Häfen besetzen, nichts tun. Punkt. Das war die Ansage, die ich gesagt habe, als jemand Grieche übernehmen wollte. Mann! So. Eine deutsche Division hier. So. Aber da nicht rüber? Egal. Ich würde sagen, der Russe sollte sich in der Türkei zu den einen Hafen zurückziehen und den Hafen halten. Das macht er, glaube ich. Machen sie auch. Ist das schon wieder Pause? Boah. Wir lecken da immer so hinterher, wer kann da zwei nicht halten? Keine Ahnung, steht das da nicht irgendwo? Boah, aber ist der Fatmaster, aber der ist nicht mehr da. Hey, wieso rennt der jetzt irgendwo hin? Rob. Was? Der Italiener versucht Ankara zu erobern. Ist mir nicht zu spät jetzt. Never too late for Ankara. Ich sehe nicht, was der Deutsche an der bulgarischen Grenze hat. Ich glaube, der ist tot. Keine Ahnung, motorisierte. Ja, der motorisiert mich auch sehr froh drüber. Weil ich habe ja sonst nichts in die Richtung. Ich habe Kavallerie. Versuchst sie bei Finnland einzusetzen oder sowas, falls man da schon eine kleine Bresche hat. Nils, weil ich ein Teil von Russland spielst. Ja, Heiko. Ja, wir können denn immer wieder pausiert. Weil immer wieder Leute hinterher lecken, dafür kann ich nichts. Bei zwei? Wer leckt denn bei zwei hinterher? Mehrere Leute. Dein Italiener zum Beispiel. Die Performance hier macht keinen Sinn. Die Performance hier wird schwieriger. Das ist das Problem.
Oh, okay. Sagt ihr, ihr sollt unbedingt Athen verteidigen, ne? Und schon wieder hängt jemand hinterher. Also der Grieche muss unbedingt Athen verteidigen auch. Der muss eine Division nach Athen stellen, weil der Italiener hat die Ägäischen Inseln besetzt. Er kann von da aus, wenn er schlau ist... Naja. Der Ägäischen Inseln hat er keinen Nachschub. Der ist ein Hafen. Hat der Parker einen Hafen gebaut? Parker, warum? Es wird übrigens echt schwer, Damaskus zu halten. Du, brauchst du Verstärkung? Jemand mobile Einheiten zufälligerweise, die er da runter schicken kann? Ich weiß nicht, wann die von Nordrussland da sind. 5 Divisionen? Ich weiß nicht mal, was ich genau für Einheiten habe. Ja, so ein paar Truppen in Damaskus wären echt nett. Ja, schick runter. Boah, die wollen Aleppo einnehmen. Niemals. Lass mal einen dreijährigen Kampf um Aleppo starten. Könnten die Vladivostok einnehmen. Das ist Vladivostok? Bist du dir wieder zurückerobert, oder? Das kann der Japaner niemals halten. Aber der Ami hat das erobert, das ist jetzt traurig. LOL. 1, 2, okay, 2 Armeen habe ich noch, die ich umstellen muss. Wie viel kostet mich das, die umzustellen? Ich habe immer noch die Luftherrschaft in Kleinasien. Gott, wieso kann ich Druck nicht auswählen? Hä? So sind Truppen der Sowjetunion jetzt.